Drei Gründe, warum ihr diesen Loop lieben werdet. Er ist einfach zu stricken, er ist toll zu tragen und das Beste ist, ihr könnt die unterschiedlichsten Wollen dafür verwenden. Ich zeige es euch für diese Wolle hier. Da braucht ihr einen einzigen Bobbel. Ihr schlagt 70 Maschen an und strickt entweder glatt rechts wie ich oder ein Strukturmuster. Diese Strecke, wo quasi euer Maschenanschlag ist, wird hier an diese Seite angenäht. Das ist jetzt also euer gestrickter Loop. Dann schlagt ihr das so rum, legt diese beiden Stücke, die ich hier rot markiert habe, gegeneinander und näht es euch zusammen. Und dann habt ihr den Loop auch schon fertig.